Wow, diese Torte wird einfach der Hammer. Wir backen eine Erdbeerstracciatella-Torte. Mit Schokoröllchen. Oh ja, das schmeckt nach Sommer. Die Torte sieht nicht nur super gut aus, sondern schmeckt auch total fruchtig. Ja, und es ist wirklich nicht kompliziert. Für den Biskuitteig brauchen wir Eier, Zucker, Salz, Mehl, Backkakao und Backpulver. Und für die Füllung Erdbeeren, Vanillinzucker, Gelatine, Sahne, Schokoraspeln und Zebrahäumchen. Wir fangen jetzt mit dem Biskuitteig an und dafür müssen wir jetzt erstmal die Eier mit dem Salz und dem Zucker richtig schaumig schlagen. Das dauert so ungefähr 5 Minuten. Ich mische jetzt noch schnell das Backpulver und das Kakaopulver und das Mehl. Und dann gebe ich das jetzt auch zu der Eierzuckermasse. Jetzt kommt der Teig ab in die Form. Der Biskuitteig kommt für 35 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. So, wir müssen den Boden jetzt direkt stürzen und dafür entfernen wir jetzt erstmal den Ring. Das Backpapier bleibt jetzt einfach noch so lange drauf, bis der Teig komplett aufgekühlt ist. Für die Füllung weichen jetzt die 6 Blätter Gelatine in kaltem Wasser ein. Wichtig ist natürlich, dass es kalt ist, weil im warmen Wasser wird sich das natürlich auflösen. Und ich schneide schon mal die Erdbeeren. Die Erdbeeren werden mit Vanillinzucker und Zucker püriert. Damit die Erdbeermasse jetzt richtig fein wird, passieren wir sie durch ein Sieb. Um die Gelatine aufzulösen, erhitze ich jetzt ein bisschen Erdbeerpüree und rühre sie unter. Und ich kann jetzt schon mal die Sahne schlagen. Zur Sahne kommen jetzt die Schokoraspeln und die Erdbeercreme. Jetzt können wir uns wieder dem Boden widmen. Und zwar wird der zweimal waagerecht durchgeschnitten. Damit es jetzt eine richtige Torte wird, müssen wir das Ganze natürlich noch schichten. Genau, und zwar abwechselnd Bodencreme, Bodencreme, Bodencreme. Und wir haben so einen schönen Tortenring, damit es auch schön in der Form bleibt. Die Torte kommt jetzt noch für 2 Stunden in den Kühlschrank. So, die Creme ist jetzt fest und wir versuchen jetzt mal dieses wunderschöne Baby hier aus der Form zu lösen. Wow, ich habe gesagt, sie wird der Hammer. Richtig gut, voll schön. Ja gut, jetzt können wir sie auch direkt dekorieren. Genau, wir haben noch ein bisschen Erdbeerpüree und dann kommen natürlich noch die Zebraröllchen und ein paar Erdbeeren drauf. Also ich würde sagen, ihr müsst diese Torte unbedingt probieren. Wir verlinken euch das Rezept unterm Video und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, weil wir probieren jetzt sofort. Genau. Selina? Ciao.